Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Gaming-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Mafuyu und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Ja, Swag. Und was ich sagen wollte ist, wir spielen ein neues Battle Royale-Spiel. Bevor ihr sagt, ey, oh nein, nicht schon wieder ein neues Battle Royale, nicht schon wieder, ich kann das nicht mehr sehen. Ganz, ganz kurz, dieses Spiel, Ring of Asylum oder Asylum oder Asylum, Asylum, könnte auf jeden Fall der Nachfolger von PlayerUnknown's Battlegrounds sein. Gibt es aktuell allerdings nur im asiatischen Markt und ist eigentlich nur mit irgendwelchen komischen Schriftzügen. Aber ich habe es geschafft, mit Trick 17 das auf Englisch umzustellen. Und wenn wir... What the fuck? Was war das? Ja. Wenn wir jetzt gleich anfangen, eine Runde zu spielen, dann ist es so, dass wir auf einem Asia-Server spielen. Das heißt Ping of Doom. Aber zunächst müssen wir unseren Charakter erstellen. Okay. Machen einfach mal eine Runde Solo. Und dann geht's auch schon los mit geiler Mucke. Man möchte uns wohl sagen, das Spiel wird einiges speeden hier. Ich hoffe wirklich, dass es für den amerikanischen bzw. europäischen Markt kommt, denn das Spiel ist wirklich geil und könnte der inoffizielle Nachfolger von PlayerUnknown's Battlegrounds sein. Dazu muss man wissen, dass ein Investor, welches auch PUBG oder die PUBG Corporation supported, mit in diese Entwicklung von diesem Spiel hängt. Und man sieht schon in der ganzen Aufmachung, ja, das kommt einem sehr bekannt vor. Ne? Wir haben eine Map hier und auch die Map sieht sehr, ich will nichts sagen. Ich bin gespannt. Okay. Hä? Oh, da unten fliegt einer mit einem Fallschirm? Ja, moin. Was haben wir denn für eine Ping? Kann man gar nicht sehen, ne? 59 Leute sind in der Lobby. Okay. Ich gehe mal zu der Fisher City, oder? Oder Bridgetown. Komm mal, Bridgetown. Exit. LOL! Okay, das ist nice. Ich habe euch unter dem Video übrigens eine Anleitung reingehauen. Da könnt ihr sehen, ja, wie ihr das selber spielen könnt und so weiter. Also, was ihr dafür... Boah, lol. Was ihr dafür machen müsst, vor allem das auf Englisch stellen zu können. Einfach die Videobeschreibung öffnen. Ja, ist hier jemand? Boah, ich hatte gerade keinen Arm, habt ihr gesehen? Okay, hier liegen Sachen. Eine Waffe. Oh, die Ping. Holy moly. 762, okay. Ich guck mal ganz kurz. Settings. Screen. Ja. Das war's. Okay, ja. Dann, okay. So, wir müssen mal ein bisschen looten hier. Ein Rucksack, eine Weste. Ja, und das Menü kennt ihr ja auch. Wir haben eine Grotzer. Oh, guck mal, die ist hier in dem Spiel. Silencer für eine Pistole. Die ist hier in dem Battle Royale-Spiel direkt am Anfang. Oh mein Gott, ey. Ich bin mal so gespannt, wie wir uns hier schlagen werden. Es sieht grafisch, irgendwie ist die Kantengleichung zwar tot, aber es sieht grafisch halt richtig geil aus. Was haben wir da? Handschuhe? Ein Scope, Alter. Geil. Wo ist das Scope? Habe ich schon auf der Waffe drauf. Ja, und das Game ist halt nur eigentlich für den... Oh, ein Level 2 Helm. Für den asiatischen Markt gedacht, ne? Also so ein praktisch PUBG für Asia. Das sieht man ja auch, wie man unschwer erkennen kann. So, mal gucken, was hier geht, ne? Mal gucken, was hier geht. Ich bin bereit für die Schlacht. Ey, da! Ja, Mann! Hä, wie einfach war das denn? Was? Kann ich mich hinlegen? Oh. Warte mal, wir haben Stufe 2. Eine MP5, Junge. Hä? Eine Bots, Alter? Jetzt mal ohne Witz. What the f... Also entweder bin ich mega gut in dem Spiel, oder... Der? So, und der hat nur eine Pistole. Oh, Mann. Alright. Ja, geil! Kann mit dem Auto da hinten fahren. Boah. Shit, die Steuerung. Da wird einem echt schlecht. So. Wenn wir cruisen, sind... Ey, ich hab da rechts was gehört. Ich schwöre euch, ich hab da rechts was gehört. Ah! Oh, da läuft jemand. Guck mal. Hör mal. Sind das Bots? Ne Vector. Scheiß die Wand an, Junge. Du hast ACP-Munition und holst mich nicht. Ja, hehehe. Ihr könnt immer gerne in die Kommentare schreiben, ob euch. Oh, nice, Mann. Ob euch noch mehr Battle Royale-Videos wünscht. Auch mal wieder Fortnite oder PUBG. Nur immer so zwischendurch immer. Was ist das? Okay. Yeah. Muss mal gucken, ob ich in der Zone bin. Ha. Ha. Assassin's Creed. So. Okay. Wo befinden wir uns denn gerade?
Da. Ja, wir sind drin, Leute. Wir sind drin. Easy peasy. Ich will aber mal weg hier von diesem Hafen oder was auch ist, was auch immer das ist, ne? Weil hier ist man so offen. Ich habe keine Lust, einen Sniper-Kugel gleich zu kriegen. Ich bin mal gespannt, was ihr zu dem Spiel in den Kommentaren sagt. Weil so ein bisschen europäisch gestaltet, ey. Ich glaube, das könnte in Deutschland oder in oder beziehungsweise westlich gestaltet gesehen. Ja, so gesehen. Dann könnte das, glaube ich, auch ein ziemlicher Erfolg werden. Gear-mäßig sind wir gut dabei. Tencent heißt die Firma oder Tencent, die dahinter steht, ne? Und die sind auch irgendwie in der PUBG Corporation drin. Rein in das Kfz. Geil, was ist das denn, Alter? Eine Ego-Perspektive irgendwie? Nee. Aber die Steuerung der Fahrzeuge, Alter. Hätte ich dich oder was, hätte ich Kuchen da. Kuchen da. Kuchen da. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Ist da jemand drin? Ah! Hier oben vielleicht. Hallo? Oh, nee. Wo will er hin, Alter? Was war das? Der war komplett Brain AFK. Ich finde aber, was ich hier richtig geil finde im Spiel, ist die Sound. Komm, wir holen uns den. Fährt mit seinem Auto. Wo ist unser Auto? Scheiße. Da läuft er. Boah, auf der Distanz. Wieder ein Hit, Alter, aber, hä? So weit weg. Komm her, Junge! Sparta! Oh, ich hab nicht mehr so viel Munition. Glaube ich denn richtig in die Zone? 14 Leben noch. Shit, Alter, die Zone ist eigentlich gar nicht mal so klein gerade. Oh, ich habe ihn aus den Augen verloren. Der muss irgendwo hier sein. Ey. Ist der hier hin? Komm, Boy. Das ist die ganze Tagzeit, Junge. Ich brauche Munition, Leute. Jetzt wird's gefährlich. Ja, warum wehren die sich denn jetzt mal ohne Witz? Hä? Hä? Sind das Bots gegen die ich spiele? Am Arsch, das sind doch Multiple. Ey, das muss da mal eine Ping liegen. 10. Oh fuck, wir sind hier in der Zone. Wo sind... Oh, ich habe noch 9 Schuss mit der Waffe. Warte, ich guck hier hin. Ach, scheiß drauf, Alter, ich muss los. Kann ich die wegschicken? Ja. Es ist halt 1:1 die gleiche Steuerung wie im PlayerUnknown's Battlegrounds, ne? 1:1. Wir sollten die Waffe wieder nehmen, aber wir haben nicht mehr so viel. Wir haben 49 Schuss noch. Wir haben halt voll viel auf den Typen auf Distanz reingeballert, ne? Ey, da liegt was. Warte mal, hier liegt was. Oh, shit. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt kann halt überall einer... Ja gut, 4 Stück. Jetzt können hier nur 3 Leute irgendwo rumchillen, ne? Wehe, das geht, Alter. Bitte, lass es gehen. Aber warum kann man denn diesen Scheiß... Battle Royale Games die einen Trecker f- oh. Okay, der ist, einer ist beim Haus. Der andere ist rechts. Da läuft er.
Klar, überlebt man eine Granate, Alter. Erster Lade! Werde mal anderes erwartet, 7 Kills hier. Da holt er den Platz 1, meine Damen und Herren. Werde mal anderes erwartet, der Super Pro Buffer hier holt Platz 1 in Ring of Silence an der ersten Runde. Ja, das war schon geil. Also am Schluss hat man gemerkt, da waren dann Spieler, die ein bisschen was drauf hatten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich habe gegen Bots gespielt. Das muss einmal eine hohe Ping gelegen haben. Keine Ahnung. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Checkt auf jeden Fall das Video am Schluss ab. Das wird jetzt irgendwo hier angezeigt. Da haben wir ein anderes Battle Royale gespielt. Das war mega lustig. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Oh, was passiert jetzt? Ja, und checkt Twitch ab, ne? Da gibt's heute Abend Stream. Tschüss.